Guten Morgen, ihr Lieben. So, nach der ersten Nacht in Deutschland, dir gestern Abend angekommen. Und wie geht es dir, mein Engel? Sehr gut, danke. Sehr gut. Oh. Duarte? Und dir? Danke, mir geht es auch gut. Jetzt erst der Döner hier. Voll süß. Aber schmeckt sehr gut. Ihr Lieben, wir sind bei Rauer mal wieder und die liebe Rauer ist umgezogen. Ich zeige euch jetzt auch mal, wohin und wie es hier aussieht. Ich bin auch ganz gespannt. So, hier der Eingangsbereich. Ohne Termin kein Zugang. Da ist sie. Sehr schön gemacht. Da ist sie nochmal. Sehr schön, schaut mal. So, das ist der Fußpflegebereich. Richtig? Ja. So, Eid. Genau. Muss heute auch mal mit. Geh ruhig vor. Ich Ja. folge dir unauffällig. Ja, Hier dürft ihr auch mal bitteschön. bei den Zertifikaten gucken. Na, also sie ist schon ausgebildet. Also keine Sorge, ihr gebt euch, begebt euch hier in sehr gute Hände. So. Und jetzt folgen wir einfach mal unauffällig. Moment. Gehen wir in den hinteren Die Bereich. Blumenwiese ignorieren, zu viele Geschenke. Mega, oder? Mega. Hier. Das ist dann der Bereich Kosmetik, Enthaarung. Kosmetik, Enthaarung hier. Hier ist dann der Auerbereich. Genau. Das ist dann so, ne? Nicht, das heißt dann nicht Rauer, das heißt Auer. Das hat eine Freundin von mir erfunden, die sagte, das heißt nicht Rauer, das heißt Auer, weil sie zum Waxing hier war. Ja, und aber wirklich schick. Ja, schön, ne? Ja, Viel und mehr Platz. auf jeden Fall viel, viel Neu. mehr Platz. Alles renoviert. Schön. Wow. Ja, richtig schön Wirklich toll. gemacht. Hier. Ja, ein paar Akzente fehlen, ne? Aber das kommt. Ja. Bist hier gerade erst vor ein Deko, paar Tagen ne? eingezogen, genau. Ja. Steckdosenhülse aus. Mit drei Steckdosen. Es gibt verschiedene Dinge mit dem Namen Steckdose. Alexa? Was möchtest du jetzt dann, ne? Alexa? Musik aus. Meintest du Steckdose Wohnzimmer? Musik aus. So, ihr Lieben, heute werde ich mal bekocht. Also, ne, jetzt zum Abendessen werde ich bekocht. Eid kümmert sich um das Abendessen. Es gibt Hühnchenfrach, Zwiebeln, Basal in Tomatensoße, denke ich. Dann rohes Reis dazu. Nein, Kein Reis? nein, nein. Kein Reis. Okay, dann bin ich gespannt, was ich noch dazu bekomme. Aber ich werde wahrscheinlich eher den Rest vom Abendessen essen. Und ich denke, er wird Brot statt Reis dazu essen. Wir haben uns nämlich Aisch mitgebracht aus Aisch-Beledi aus Ägypten. Weil es hier bislang habe ich keine Bäckerei gefunden, die das Aisch-Beledi vernünftig herstellt. Und wenn ich das Pfannenbrot von Khadija selber mache, dann sieht meine Küche mal aus danach wie nach einem Bombenanschlag. Also, da muss dann erstmal grundrenoviert werden. Ich liebe das Brot ja wirklich, ne? Aber bei mir muss dann immer grundrenoviert werden. Ja, aber vielleicht machen wir das mal zusammen, jetzt, wo Eid hier ist. Und mal schauen. So, jetzt werde ich ihn mal in Ruhe schneiden lassen und dann schauen wir gleich mal weiter, wenn er fertig ist. So, jetzt wird das Ganze gewürzt mit Koriander, Salz. Also Salz ist schon drin. Jetzt kommt Sabah Buharat. Das habe ich mal mitgebracht vor einer Weile. Noch ein bisschen Curry. Ich bin echt gespannt, Leute. Ich bin sehr gespannt. Ja, nicht mit den Gewürzen geizen. Ah.
Dabei bin ich gar kein Curry-Fan. Aber gut, okay, lasse ich mich mal überraschen. Und noch ein wenig Pfeffer, Filfil. Filfil. Öl. Und Öl. Öl kommt auch noch dazu. Holt er gerade noch? Wir haben jetzt hier Sonnenblumenöl. Ein kleiner Schuss. Moment. So. So, das Ganze wird jetzt vermischt, wie ihr seht. Schaut mal. Ja. Sehr schön. Wow. Noch ein bisschen Curry dazu. Also, das ist natürlich nach Belieben, ne? So, dann kommen als erstes die Zwiebeln. Moment, ich mache euch mal Licht. Ach, da. Hier auch noch mal ein bisschen Licht, Taschenlampe. Na, erstmal die Zwiebeln rein. Wir haben wieder Sonnenblumenöl genommen. Ihr könnt aber auch normales Samner nehmen, also Butterschmalz, wie ihr mögt. Die Zwiebeln werden angeschmort. Ein klein bisschen. Und damit ihr es auch glaubt, hier. Eight ist heute Chefkoch. So? Ja. Ja, richtig. Das erste Mal, sagt er, hat er jetzt, steht er hier am Herd. Aber freiwillig, ich habe ihn nicht dazu gezwungen, möchte ich nochmal dazu sagen. Vielleicht liegt es ja auch daran, dass ihm mein Essen nicht schmeckt, dass er deswegen lieber selber kocht. Und dann muss ich mal haben, Er hat gesagt, er muss mir oder er will mir erklären, wie man ägyptisches Essen kocht. Also scheint es ihm nicht zu schmecken bei mir. Also wir haben das gerade mal nebenbei ausdiskutiert, während die Kamera aus war. Er sagt, weil wir jetzt hier zusammen wohnen, dann müssen wir das beide zusammen, ne? So Hälfte, Hälfte, mal ägyptisch und mal deutsche Küche, obwohl er sich mit der deutschen Küche wirklich noch ein bisschen schwer tut. So, hier, das Hühnchen ist jetzt mit drin. Das wird auch nochmal mit angebraten. Zwiebeln schön leicht braun angeröstet. Ja, genau, also er sagt, dadurch, dass wir hier ja jetzt quasi für immer zusammen wohnen, soll ich noch ein bisschen besser ägyptisch kochen lernen oder zeigt mir noch vieles? Obwohl ich nicht weiß, die ägyptische Küche hat ja nun auch nicht so viel Vielfalt, würde ich jetzt mal behaupten wollen. Wird ja vieles in Tomatensauce ertränkt oder in Tomatensauce gekocht. Ertränkt ist jetzt böse, aber ja. Na, mal schauen, was er mir noch so zeigen möchte, was ich noch so kochen kann oder was er noch kocht. Ich finde es schön, dass er Lust hat, auch selbst zu kochen und oder gemeinsam mit mir zu kochen. Das freut mich sehr. Und ja, ich hoffe, euch freut es, das mal zu sehen. So, ihr Lieben, und so sieht das Ganze aus, nachdem es jetzt fertig ist. Ich bin sehr gespannt, wirklich auf den Geschmack. Es riecht auf jeden Fall richtig gut. Guten Morgen, meine Lieben, oder hallo, meine Lieben. Guten Morgen ist ja ein bisschen schlecht, jetzt abends um 8. Ja, ich wollte, was zeige ich? Ich überlege gerade ein bisschen durcheinander, vielleicht auch verständlich. Also, ja, was ist bei uns so passiert? Ich habe überlegt, ich berichte einfach nochmal ganz kurz, wieso die Abreise war bei uns. Ihr habt ja als letztes Video jetzt das Video von der Mamscha bekommen, na, wie wir zum Antigen-Test waren, beziehungsweise Eid. Ich bin ja geimpft, deswegen brauche ich keinen Test. Aber Eid brauchte halt einen Test. Ja, und Abreise habt ihr auch gesehen. Wir sind also dann ganz normal zum Flughafen gefahren. An der Tür muss man ja dann die Tickets schon vorzeigen, ne, mit Reisepass und so weiter. Das haben wir dann noch alles gemacht. Lief auch problemlos ab, also unsere Taschen genommen, reingegangen und ja, dann zweimal die Tickets vorgezeigt, inklusive der Reisepässe, kurz mit ihm gesprochen, weil sie dann immer fragten, ja, wo geht's denn hin? Als wenn man das nicht wüsste, beziehungsweise es nicht auf den Tickets stehen würde, aber sie fragen immer noch mal nach. Ja, dann zur ersten Sicherheitskontrolle.
Leute, das war wieder eine Aktion. Das ist wieder so typisch für uns. Ich habe ihm dann erklärt, weil er kennt das ja gar nicht. Er war bislang noch nie außerhalb von Ägypten und Hurghada abgeflogen. Also wir sind aus Hurghada abgeflogen. Das heißt, wer den Hurghada Flughafen kennt, der weiß dann auch, wovon ich rede. Wir sind aus Hurghada abgeflogen. Dann Security-Check, der erste, wo die Taschen schon kontrolliert werden. Dann Tasche alles dahingelegt, habe ihm erklärt, dass er eben die Taschen alles dahinlegen muss. Ja, und wie bei mir beim letzten oder vorletzten Mal, hat er dann seine Uhr vergessen und seinen Gürtel. Die haben sie ihm dann hinterhergetragen, aber es machte nichts. Ich musste nochmal zum Sicherheitscheck bzw. Koffer- und Taschencheck natürlich, nicht? Wie soll es auch anders sein? Bei ihm war wieder nichts und bei mir natürlich volles Programm. Beide Taschen, also Handtasche nicht. Die Reise hier, Handgepäckkoffer. Und die große Tasche wurde bei mir kontrolliert. Und dann war aber alles in Ordnung. Die haben sich ein bisschen amüsiert darüber, dass wir Eisbälle die eingepackt hatten. Also wir haben 10 mal 10 Pakete Eisbälle die dabei gehabt. Leute. Und Thunderbelly, die haben wir für jemanden mitgebracht. Ja, ich weiß, ist nicht erlaubt, aber wir haben es versucht, hat auch geklappt. Also, Alhamdulillah, alles gut gewesen. Käse, ja. Und das wollten sie dann alles sich angucken. Naja, alles gut und schön, das ist so. Und dann habe ich gerade wieder eingepackt, alles zugehabt. Und dann kam noch irgendwie einer, also die waren nochmal 2 Polizisten, die dann dazu kamen oder neben standen. Und fragten dann, was sie gefunden hätten. Und dann sagte er, ja, hier Samna und dies, also Butterschmalz und dies und jenes und Käse und Brot. Und als wir erklärt haben, warum wir die Eisbälle die mitgenommen haben, weil es hier sowas bislang eben noch nicht so gibt. Also ich habe keine Bäckerei gefunden, die wirklich dieses ägyptische Brot herstellt. Da haben sie etwas gelacht darüber. Und dann kamen wir dazu, dass wir noch 2 große Behälter mit Salz dabei hatten. Und er dann, ja, wie Salz? Ja, nee, das müssen wir dann testen, das könnte ja Kokain sein. Und ich denke so, oh. Hilfe. Ja, natürlich, habe ich natürlich auch nicht drüber nachgedacht. Es könnte tatsächlich Kokain sein, ist ja weißes Puder drin, nicht? Aber die sind original verpackt. Also es sind diese rot-gelben Dosen aus dem Supermarkt für 20 Pfund oder was da so eine Dose kostet. Und eine sehr liebe Freundin von mir mag dieses Salz besonders gerne. Ich weiß nicht, ob das ein spezieller Geschmack ist oder was. Auf jeden Fall hatten wir ihr welches mitgebracht. Und das, hieß dann Koffer nochmal auf, der wollte dann nochmal die Behälter mit dem Salz sehen, nachdem er dann gesehen hat, die sind original verpackt, war alles in Ordnung und wir durften weiter. Ah, Leute, ehrlich. Naja, da mussten wir noch Pass und so weiter, Passnummer eintragen, Flugnummer und, was war das noch? Habe ich schon wieder vergessen. Irgendwas musste man noch eintragen, so 3 Spalten sind das immer. Ja, weiter ging's zum Check-in-Schalter. Wir am Check-in-Schalter Pass hingelegt und dann fragte er nach dem, was hat er denn danach gefragt? Ach ja, dann fragte er nach dem negativen Testergebnis und nach dem Impfausweis. Haben wir beides hingereicht. Dann auf einmal guckte er nach dem Visum und rief noch jemanden dazu. Der guckte dann auch das an und kratzte so an dem Visum. Und ich denke so, die Angst, dass man das da, dass das nur gefaked ist oder was? Keine Ahnung. Danach lief der hinzugerufene Mann mit dem Pass von Nate los und telefonierte irgendwie 3 Meter weiter von uns. Aber kein Wort. Ich habe dann gefragt, ob es irgendein Problem gibt. Nein, gäbe es nicht. Aber der stand dann da, das Visum so hochgehalten, den Pass, wisst ihr, so telefonierte und dann, als wenn er irgendwie durch die geschlossenen Seiten die Sonne durchscheinen könnte. Also es war herrlich, keine Ahnung, mit wem er telefoniert hat oder was er da getan hat. Er kam dann irgendwann wieder. So nach gefühlten 5 Minuten war er dann fertig mit Telefonieren.
kam wieder, dann wollten sie noch das Armeepapier sehen, weil die Ägypter müssen zur Ausreise vorweisen, dass sie bei der Armee waren. Oder sie sind endgültig ausgemustert worden, also eine Bescheinigung darüber, dass sie für den Wehrdienst nicht tauglich sind und auch nicht mehr eingezogen werden und dann, also quasi eine Genehmigung von der Armee. Die meisten wissen das, da gibt es extra ein Papier für. Normalerweise ist das ein Monat gültig, bei uns war es wieder etwas kürzer, aber auch das erzähle ich dann nochmal in Ruhe, beziehungsweise kann ich ja jetzt einfach mit erzählen, wie es war. Wir waren, normalerweise kann man das übers Internet alles machen, da gibt es einen Link, denn in der Gruppe hat mir eine ganz liebe Zuschauerin oder eine ganz liebe Dame den Link zur Verfügung gestellt, habe ich ja nicht weitergeleitet, hat nicht funktioniert. Dann haben wir eine Telefonnummer bekommen von einer ganz anderen ganz lieben Dame aus einer Gruppe und die Telefonnummer war dauerbesetzt, wahrscheinlich wollte gerade jeder irgendwie dieses Armeepapier haben. Und ja, was hieß es dann? Ich war dann erst, bevor ich gekommen bin, in Luxor. In Luxor haben sie gesagt, musst du alles übers Internet machen, geht so ohne Internet gar nicht mehr. Ja, dann war das versucht, ging nicht, dann ist er nochmal hingefahren. Nein, nur übers Internet, keine Chance. Ja, in Kena ist ein großes Büro oder Gebäude von der Armee, das heißt, Maid ist dann da mit einem Freund zusammen, der in Deutschland lebt und gerade bei uns im Dorf war. Die kommen nämlich aus dem gleichen Dorf wie ich. Und der brauchte auch dieses Papier, mit dem ist er dann zusammen nach Kena gefahren, in der Hoffnung, dass er das Papier bekommt. Der Freund hat das Papier bekommen, ich nicht, weil sie gesagt haben, nein, wenn sie das jetzt fertig machen würden, wäre das abgelaufen bis zu seiner Ausreise. Und wie, ist doch noch kein Monat dann. Nein, bei Eid ist es so, er hätte das Papier nur für 15 Tage bekommen. Ich sage, warum nur für 15 Tage? Aus irgendeinem mir nicht so wirklich erklärbaren Grund, aber ihr wisst, herzlich willkommen in Ägypten, hier ist alles irgendwie ein bisschen schräg manchmal, war es bei Eid so, dass das Papier nur 15 Tage gültig war. Er hat mir das dann so erklärt, er ist im September geboren. Und wenn man im September geboren ist, dann wird man wohl auch, er wurde auch im September eingezogen. Und er albert hier jetzt gerade rum und stört mich gerade. Dann wird man im September wohl auch eingezogen oder irgendwas. Und es hätte ja sein können, dass sie ihn jetzt vor seiner Abreise nochmal einen Bescheid zustellen, dass er eingezogen wird für Reserve, weil seine 2 Jahre... Armeedienst hat er geleistet, aber du kannst bis 30 ja noch eingezogen werden, immer mal wieder für Reserveübungen quasi. Und es hätte sein können, dass jetzt im September sie ihm nochmal einen Bescheid geschickt hätten, er müsste nochmal zur Reserveübung und so weiter und das machen die in der Regel 14 Tage, bevor er antreten muss, also mindestens 14 Tage vorher. Und aus diesem Grund haben sie gesagt, ist das Papier für ihn nur 15 Tage gültig, weil es könnte oder die Wahrscheinlichkeit besteht, dass er vielleicht noch zu einer Reserveübung muss. Und wenn sie ihm jetzt für einen Monat das ausstellen, dann könnte es sein, dass er das Papier bekommt. Aber dann hat er die Befreiung und haut einfach ab und geht nicht zu seinem Reservedienst oder wie man das auch immer nennt. Ja, ja, auf jeden Fall fand ich das sehr seltsam und aber anders, ja, ist halt, man muss manche Dinge einfach in Ägypten auch so hinnehmen. Ja, genau, dann haben sie sich jetzt, ne, hatten sie sich dann von uns noch, nachdem er dann fertig war mit Telefonieren und dem Pass und so weiter und Visum, haben sie dann noch 5-mal den Pass durchgeblättert, also ich weiß nicht, wie oft die den Pass durchgeblättert haben. Dann haben sie sich das Armeepapier geben lassen. Und dann mussten wir die Einreiseanmeldung noch vorlegen, die digitale Einreiseanmeldung für Deutschland zeigen. Ne? Wir haben ja beide dann Fotos davon gemacht, damit sie sehen, wir haben die Einreiseanmeldung durchgeführt. Und als allerletztes wollten sie dann noch unseren Ehevertrag sehen. Das heißt, wir mussten dann auch noch belegen, dass wir tatsächlich verheiratet sind. Ich weiß nicht warum, also ich habe so viel Aufwand
Weil das Visum klebt ja im Pass drin. Das heißt, die Botschaft hat ja wirklich alles geprüft, bis auf das Armeepapier. Das prüfen die ja nicht. Aber die Botschaft erteilt ja das Visum nur, wenn du die Voraussetzungen erfüllst, nicht? Aber da bei Conda, entweder waren die sehr neugierig oder ich weiß nicht, sehr, sehr genau oder so. Ich habe keine Ahnung. Also ja, hat auf jeden Fall echt eine Viertelstunde gedauert, bis wir den Check-in dann durch hatten. Dann haben wir diese kleinen Ausreisekärtchen. Ihr kennt das ja, für mich als Ausländer gibt es ja das mit dem rosanen oder pinken Rand. Und für Eid gab es einen mit blauem Rand. Dann in arabischer Schrift alles komplett. Ja, das haben wir dann ausgefüllt und dann sind wir ich nenne es mal Grenzpolizei. Ich weiß nicht, wie man das in Ägypten direkt nennt. Also zur Grenzpolizei, haben die Zettel abgegeben. Eid hatte da irgendwas noch nicht richtig ausgefüllt. Das heißt, er hat uns dann noch geholfen. War ein bisschen abgenervt, der Gute, aber ist okay, ist nicht schlimm. Er hat uns da wirklich eben, dann hat er das Armeepapier, hatte er dann eingesackt. Das hat er behalten von der Grenzpolizei. Die beiden Karten, die mit dem pinken und blauen Rand, behalten sie ja so oder so. Und dann haben wir unsere Ausreisestempel bekommen. Dann geht es ja danach weiter nochmal. Der nächste kontrolliert nochmal, ob der Ausreisestempel richtig ist. Der war super, super lieb. Der hat uns dann noch eine schöne Reise gewünscht und so. Und alles Gute und so weiter. Und danach ging es dann wieder zum Sicherheitscheck. Ne, zweite Kontrolle, nachdem wir den großen Koffer, das Aufgabegepäck abgegeben hatten. Ich hatte dann nur noch Rucksack und Handtasche dabei. Und Eid hatte einen Rucksack noch dabei und seine kleine Tasche. Ja, natürlich, bei wem war wieder irgendwas? Bei Eid natürlich nicht, sondern bei mir. Wie soll es auch anders sein? Bei mir war dann wieder, du hast doch da eine Alba, so eine Box. Nicht so, ich hatte das dann nicht richtig verstanden, Alba Box, ich habe da auch überhaupt nicht mehr dran gedacht. Ich hatte eine kleine Dose, wo ich Sachen so drin hatte, so eine Münze und so ein Kram. Und das wollten sie sehen und dann haben sie in meine Handtasche und dann habe ich meinen Rucksack nochmal aufgemacht und bis ich dann alles eingepackt hatte, ja, stand ich auch eine Weile und ich war dann schon fertig und der konnte es gar nicht erwarten, da rauszugehen. Ne? Der war schon beim Stempeln der Bordkarte, ne? Und ich stand da immer noch warm einpacken. Neben mir war dann Theater, weil die Dame hatte irgendwie 3 Flaschen Wasser dabei und wollte die alle mit ins Flugzeug nehmen. Und die haben aber gesagt, nur eine. Und sie sagt, sie hat aber 3 Kinder. Und die haben aber ganz streng gesagt, nein, eine Flasche Wasser. Und dann hat der Mann aber Stress gemacht da und... Ja, dann war ich aber auch fertig, habe dann nicht mehr mitbekommen, was da noch war. Ich bin nur ein Stück weitergegangen und ja, genau. Ja, dann, was war noch? Dann ganz normal Stempel und dann sind wir auch schon zum Gate gegangen. Und den Rest kennt ihr. Na, Boarding, ganz normal, Genau, und dann die Gangway lang und Eid war so aufgeregt, Leute, er war so aufgeregt, es war so süß und ich allerdings auch, muss ich gestehen. Und es war so schön auch zu sehen, wie er dann immer am Fenster hing und guckte und dies und die Augen immer größer wurden und alles. Und ich fand es auch schön, dass es ihm so gefallen hat. Ich habe mich da kurzfristig zu entschieden, dass wir zurück zu beide Business Class fliegen, einfach weil ich dachte, er hat mehr Gepäck. Aber er hat jetzt nicht so viel mitgenommen. Gut, er hat jetzt auch einiges hier, was ich schon besorgt habe für ihn. Und wir hatten dann den Platz zwischen uns frei und Essen mit dabei und so weiter. Und das war für ihn nicht, ich habe mir einfach gedacht, also es war eine Anregung von der Amira. Und das fand ich eine tolle Idee. Ich habe mir einfach gedacht, wenn er schon das erste Mal wirklich aus seinem Land ausreist, dann soll er wirklich auch was ganz Besonderes sein, dass er das wirklich nicht mehr vergisst. Weil ich weiß nicht, ob wir irgendwann nochmal wieder in diesen Genuss kommen, Business Class zu fliegen, weil das ist in der Regel ja doch recht teuer. Und deswegen habe ich gedacht, dann mache ich das einfach mal für uns. Und es war wirklich eine sehr, sehr gute Entscheidung. Und er hat sich wirklich riesig gefreut. Es war mega schön für ihn, auch für mich war es einfach wunderschön und
Essen habe ich euch ja auch gezeigt, war super lecker. Wir haben noch Schokolade wieder zum Schluss bekommen. Getränke, der Service war wirklich top, kann ich einfach nicht anders sagen. Der Service war top. Auch das Aussteigen ging wieder nach rein. Na, das heißt, diesmal haben sie mit Reihe 1 angefangen. Und Reihe 2, 3, 4, dann wir waren Reihe 4 nacheinander. Kein Gedränge, wirklich alles super und einfach wirklich ganz, ganz klasse organisiert. Muss ich auch mal wirklich sagen, also Condor hat das wirklich gut im Griff. Und ja, ich glaube, damit habe ich jetzt erstmal so alles erzählt, was ich zumindest zu unserer Abreise noch sagen wollte, wie es uns so am Flughafen ergangen ist. Und ja, ihr fragt euch bestimmt noch, was macht ihr eigentlich mit dem Auto? Weil wir sind ja mit unserem Auto zum Flughafen gefahren. Wir hatten noch einen Freund von Nate mit dabei und meinen Schwager. Mein Schwager hat jetzt nämlich gerade Urlaub. Und die beiden haben das Auto dann übernommen und sind damit dann direkt nach Luxor weitergefahren. Und das Auto haben wir jetzt verkauft, weil was soll es sich kaputt stehen? Wir wissen nicht genau, wann wir jetzt wieder das nächste Mal zurückfliegen können. Da hier ja auch einiges zu regeln ist. Man muss ja gucken, wie sieht es aus mit Integrationskurs. Aid wird sicherlich einen Integrationskurs machen müssen. Davon gehe ich ganz stark aus, da er ja noch nicht so gut Deutsch spricht, beziehungsweise ja auch ohne A1 eingereist ist. Ja, deswegen wird er sicherlich verpflichtend den Integrationskurs machen müssen. Finde ich, also ohne Wertung jetzt, ne? Also ich will jetzt nicht damit sagen, dass das blöd ist oder so, sondern ich finde das sehr, sehr gut. Finde das eine gute Option und wir müssen auch mal schauen, ich möchte natürlich auch gerne so schnell es geht arbeiten. Da muss man schauen, inwieweit das vereinbar ist mit der Schule, ob das machbar ist oder nicht, da müssen wir mal sehen. Aber jetzt warten wir erstmal so auf die ersten Papiere, damit wir weitermachen können. Termin bei der Ausländerbehörde, Meldebescheinigung, Krankenversicherung, solche Geschichten brauchen wir alles und ja. Genau, wenn wir die Termine dann haben und die Papiere und alles wie Aufenthaltstitel und Meldebescheinigung und so weiter, dann können wir die nächsten Schritte in Angriff nehmen, weil ohne diese Papiere oder auch einen Berechtigungsschein, dass er überhaupt den Integrationskurs in Anspruch nehmen darf, das ist ja, bekommt man dann von der Ausländerbehörde, soweit ich weiß, können wir bislang noch nichts machen oder anfragen. Ne? Aber ja, inshallah wird alles gut und ja, das war es jetzt erstmal soweit wieder von mir. Ich habe, glaube ich, schon wieder richtig viel geredet. Ich hoffe, es ist euch nicht zu langweilig geworden. Mir bleibt jetzt wieder nichts anderes zu sagen. Vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Ich freue mich, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Ich werde jetzt essen gehen. Und wünsche euch noch einen schönen Abend. Bleibt gesund. Bis bald. Bye, bye.